Verdammt. Hey, das ist kein Spielzeug. Verdammten Zähne. Wie kommen wir an die ran? Komplettlösung sagt. Bis. Ach so. Ja, danke, Komplettlösung. Da wäre ich jetzt. Okay, das mit dem Gebiss und dem Gitter war schon ganz richtig, aber etwas Grundlegendes habe ich vergessen. Es geht öffnen. Etwas Grundlegendes. Das konnte ja nicht klappen. Aha. Ich fange eine Zähne. Da haben wir sie. Fantastisch. Du jetzt ab in die Vergangenheit mit dir, du bist. Ups, hier rein. Klappernde Zähne. Ah, okay, dann weißt du, was passiert. Dann hat er klappernde Zähne. Und dann denken die anderen, ihm ist kalt und dann. Wird vorher gemacht. Alles klar, dann können wir dem weiter. Dann können wir da irgendwie weiter auf die Sprünge. Wenn Washington kalt ist, dann wird da Feuer gemacht und wie uns das dann hilft, weiß ich auch nicht, aber. So, schließen will ich nicht. Es hat keinen Strom. Das wusste ich auch. So klapperndes Gebiss. Für den Helden, der nicht frieren kann. So, ich habe hier ein Gebiss gefunden. Herr Washington. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Ich mach das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Ich mach ja schon Feuer. 2 Stunden später. Du großes Baby. Okay, Thomas Jefferson hat Feuer gemacht. So, nun brauchen wir noch Gold hier in der Vergangenheit. Tja, was können wir jetzt gegen die dort noch machen? Ich geh mal hier rein.
Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Auf dem Wagen ist nichts mehr. Ein Bett in dir. Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Wer hat dich gefragt? Sieht bequem aus. Das Bett anzünden. Hey, das ist kein Spielzeug. Bens Bett. Okay, lass mal die Türen offen. Das Pferd. Aha. Künstler. Tja. Die Katze haben wir noch nicht ausgetrickst. Warum war die Ratte irgendwie wieder von... Probst. Was machen wir denn hier? Die Ratte habe ich auch noch nicht hingekriegt. Wohin damit? Sind wir denn nicht schnell genug? Hoppla! Dann können wir irgendwie ablenken. Mit Seife. Ich will nicht. Hey, das ist kein Spielzeug. Das sieht schön den Arsch, wie er hier rauskriegt. Durch den Kamin kommen wir jetzt nicht durch, oder? Keine Chance, ich würde getoastet. Ja. Tja. Können wir irgendwie... Was können wir noch gegen die Herren machen? Eine Decke nehmen und damit den Kamin verstopfen, dass die hier wegen Rauch raus müssen. Rauchvergiftung kriegen. Und alle sterben, damit Zukunft so drastisch verändert. Das ist eher als egal, dass wir das Spiel verändern können, das Spiel beenden können. So, dicken Kamin. Aha, okay. Es läutet dir. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Okay. Nee, die könnte sich entzünden. So, dann mal wieder runter. Ist der Raum frei? Aber frei wofür? Wollen wir den Vogel jetzt mitnehmen oder was? Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ja.
ist verschlossen. Oh, die Goldfläche können wir mitnehmen. Sehr schön. Dann haben wir doch jetzt ein bisschen Gold. Ach du Scheiße. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Tja, sind die erstmal abgelenkt. Achso, warte, wir haben doch hier. Hier runter. So, reicht das an Gold? Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ich bin gespannt. Alter. Eine Superbatterie. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Jetzt müssen wir die nur noch ablenken und die Batterie klauen. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Schnell weg. So, wir haben die Superbatterie. Tja, können wir noch weiteres klauen? Wo schon hier sind, der Baukittel und den Hammer klauen. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Okay. Vielleicht können wir jetzt, da hier oben haben Rechtshänderhammer, vielleicht können wir den jetzt tauschen. Warum auch immer. Okay, den Hammer klauen. Bitte gib mir meinen Hammer zurück. Erst ein Linkshänder Hammer. Oh nein! Ich hab's verlernt. Okay. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Oh je. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ja, jetzt ich bin froh, dass damit wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Fantastisch. Stadt hat sich ein wenig verändert. Okay, was auch immer das jetzt gemacht hat. Wir manipulieren die Zukunft einfach. Das ist jetzt das wesentliche Ding.
Junge. Die Batterie, vielleicht können wir die mal ins Gerät anbringen und damit zurück in die Gegenwart. Was wohl mit Hamilton und Madison passiert ist? Ja, ich bin mir sicher, wir haben uns für Donnerstag verabredet. Ich denke mal, Madison ist bei der Frau, die Kuchen backt, und Hamilton schlägt sich wahrscheinlich mal wieder irgendwo. Ich wette, die beiden tauchen später auf und beanspruchen alle Ideen für sich. Tja. Mit der Superbatterie jetzt raus. Und den Chrono-Dings anschließen. So, kombiniere Batterie mit Stecker. Die muss erst aufgeladen werden. Oh, Schreck. Aufgeladen werden. Wie sollen wir das tun jetzt hier in der Vergangenheit? Mit einem Blitz wahrscheinlich. Hier können wir weiter rumlaufen. Ja, können wir das Kabel vielleicht ins Klo spülen und dann... Ich weiß nicht. Ja, vielleicht mal ein Skalpell in die Toilette. Ich weiß auch nicht. Was machen wir hier mit einem Skalpell? Ja. Ich komme jetzt hier, warte, ich komme jetzt hier mit dem Skalpell. Ich könnte mich selbst schneiden. Natürlich. Können wir den Uso den Clown besiegen? Strafregister Vandale. Ein Lachkasten haben wir jetzt. Okay. Können wir wahrscheinlich in Zukunft gebrauchen, damit das Publikum lacht, wenn sie auftritt oder so. Ich weiß auch nicht. Ja. Sachen in Zukunft und Vergangenheit spülen. Lachkasten, den braucht man in der Zukunft, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Könnte nützlich werden. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Tippex in der Zukunft, um die Fehler wieder auszuradieren. Wieder tun. Katze. Was für ein schlechter Anstrich. Schlechter Anstrich. Vielleicht können wir... Natürlich. Das sollte klappen. Stimmt ja, ich bin in einem Trickfilm. Geschafft.
Ich hoffe, die Farbe ist bleifrei. Okay, was zum Henker? Warum? So, jetzt bräuchte man eine Maus, um die zu fangen. Und warum braucht man eine Katze, wofür noch ist es? Ich verstehe einiges nicht. Wir gehen mal eine Maus fangen. Haben vielleicht irgendwie Käse irgendwo im Winter? Und irgendwas, was zu Käse werden kann? Ich fürchte, nein. Keine Ahnung, wie man die Ratte fängt. Ja. Such und Dokument, Maus, Ratte. Ablenken, damit man Spielzeugmodus kommt. Dies, indem man das obere Bett setzt, nutzen sich dann auf das untere Bett setzt. Und die untere Quietschematratze auf das obere. Ah! Ist die Dinge abgelenkt. Ich komme wieder auf Sachen nicht. Das quietschende Bett hat sich abgelenkt. Können wir hier mal hoch? Die Matratze nehmen. Wohin damit? Dahin. Sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Quietschende Matratze. Das war ja mal was. Jetzt haben wir genügend Zeit um. Hier, Maus. Sehr schön. Und runter hier. Sekunde kurz. Folge noch mal kurz. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Tja, das hätten wir verpasst. So. Die Ratte in die Toilette. Und in der Zukunft wollen wir zu einer Ratte aus der Toilette. Das ist viel zu realistisch. Mit der Ratte. Besser nicht. Mit der Ratte müssen wir doch jetzt. Besser nicht. Was? Oder jetzt hier. Bezirk Maus. Ah, ja. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Noch jetzt eine Spezies. Katze. Was fangen wir mit der Katze an? Oh,
ein Stinktier. Wie fürchterlich. Ein Stinktier. Und wozu brauchen wir ein Stinktier? Also, nimm die Maus gefangen. In der Gegenwart vielleicht hier mal wieder irgendwas anstellen. Die brauchen wir mal woanders. Scherztinte. Ja. Zu langweilig. Ich hätte ja irgendwas bringen können. Ja. Vielleicht können wir noch wen anders. Das ist Kaffee, der hat Kaffee haben wir schon probiert. Hat nichts gebracht. Hier waren wir schon. Jetzt müsste der Tentakel drin. Okay, hier waren wir lange nicht mehr drin. Können wir vielleicht irgendwie hier. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Zaubertinte. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Oh, oh. Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert. Und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese negativen Gefühle tun. Ja. Wenn man Briefmarkenalbum. Eine Briefmarke. Das können wir einen Brief abschicken. Oh, ja, das können wir in der Vergangenheit. Raus hier! Hi, Ed! Vorsicht, Mann! Sonst mache ich noch etwas, was ich später bereue. Hi, Ed! Vorsicht, Mann! Sonst mache ich noch etwas, was ich später bereue. Okay, der lässt sich nicht mehr mit sich reden. Der lässt nicht mehr mit sich reden. Wofür wir das Album brauchen, weiß ich nicht, aber haben wir schon mal versucht mit dem Schild hier das abzukratzen. Besser nicht. Okay. Okay, jetzt haben wir Briefmarken. Ich hoffe, Vergangenheitstyp. In der Vergangenheit, so, die hat noch die hier. Den Brief. Hat da natürlich nicht. Hat sie den Brief? Wer hat den Brief?